Eines Fingernagels, ein etwas abgeschreckter Zahn, eine Haarsträhne, eine bestimmte Art beim Reden, beim Rauchen, die Finger zu spreizen, all diese Falten des Körpers. Wie war der Himmel blau? Welten entstehen so. So lässt man bisweilen alleine sie kreisen, verschenkt sie froh. Nacht, ganz verrückt nach dem Weiß der Haut, vom windigen Farn, der am Laden kratzt bis zur Schnitzerei eines blinkenden Sterns, schmiegt die Nacht sich wie ein Insekt mit zuckenden schwarzen Fibern eng an die Lampe, den gewölbten Fleck, der zwar heiß ist, aber nicht brennt. Thank you.
als ich in Verzug geriet, mich auf einen Baum setzte, nach vorne über den Fluss blickte und auf dem Ufer gegenüber die leuchtend rote Fassade einer Industriehalle erblickte, sagte eine Stimme, die ich schon etwas besser kannte: Schade, dass man die Erde nicht klappen kann. Dann könnte man sich viel leichter von Ort zu Ort bewegen und sich begegnen. Ich glaube zudem, dass ich die schönen Wörter viel besser drehen, wenden und aufbewahren kann, wenn ich sie von einer fremden Stimme gesprochen höre. Als meine Finger unversehens auf dem Buch liegen, fällt das späte Nachmittagslicht, das meinen Rücken wärmt, schräg und hart auf die bedruckten Seiten und zeigt mir jede körnige Unebenheit des Papiers, jede plastische Faltung und Fransung, die Unregelmäßigkeiten der schwarzen Buchstaben und Punkte. Eine Stimme, mit der ich mich oft vor dem Umsteigen in Zügen unterhalte, sagt mir: Ich möchte jetzt aber nicht über Landschaften sprechen. Ich möchte auch nichts einfach nur so machen.
Amsterdam, Februar 1636. Mein Herr, mein wohlgeneigter Herr, ich hoffe, dass Sie gütigst seiner Exzellenz sagen werden, dass ich sehr eifrig damit beschäftigt bin, die drei Passionsstücke mit Gemächlichkeit zu vollenden, welche seine Exzellenz mir selbst aufgetragen hat, eine Grablegung und eine Auferstehung und eine Himmelfahrt Christi, welche Pendants bilden zu der Kreuzerhöhung und der Kreuzabnahme Christi. Von diesen drei vorgenannten Stücken ist ein Stück fertig, der zum Himmel fahrende Christus. Und die anderen zwei sind mehr als halb vollendet und so seine Exzellenz das vollendete Stück zuvor haben wünscht oder alle drei zusammen, bitte ich Sie, mein Herr, es mich wissen zu lassen. Jede kleinste Bewegung der Finger an den Schiebereglern und Knöpfen des Synthesizers, jeder einfachste Tastendruck bewirkt sofort eine Veränderung im Klang. Das Ansteigen seines Tons, seine Dauer sowie die Länge seines Abklingens werden von den Einstellungen der Hüllkurven in unendlichen Verbindungen geknüpft. Im freien Spiel mit dem Instrument ist jede Schallwelle, die sich an die Luft schmiegt, Verlängerung eines Körpers. Thank you.
Ich war bloß das, was du dort unten erkanntest. Ein vages Rund anfangs, später die Züge dazu. Ich gucke, und weil er so guckt, dass ich ihn so angucken muss, gucke ich auch rückwärts aus mir heraus. Wir gucken uns also durch den Rücken und gleichzeitig nach innen in eine Gegenseitigkeit. In diesem Abenddunkel sind wir rundherum allein. Und meine Fingerkuppen finde ich warm. Es könnte Juli sein. Interviews und Gespräche mit Künstlern und Musikern haben mich eigentlich seit Jahren immer interessiert. Und ich muss zugeben, dass ich Interviews oder auch Texte, die von Künstlern selber geschrieben sind oder von Musikern selber geschrieben sind, mich immer viel mehr interessiert haben, als zum Beispiel Texte in Kunstbüchern, Katalogen, die von Kunstwissenschaftlern geschrieben sind. Und obwohl gerade bei Interviews man das Gefühl hat, das ist ein Interview, dass man weiß, dass es da eine Verabredung für ein Gespräch gibt. Es gibt bestimmte Regeln oder auch unausgesprochene Ideen, wie ein Interview zu verlaufen hat. Also eigentlich eine eher künstliche Sprechsituation ist, kommt mir so vor, oder man hat die Illusion, dass man, wenn man Interviews mit Künstlern liest oder welche live sieht, dass man irgendwie näher an der Arbeit ist und mehr über die Arbeit erfährt. Und besonders interessiert haben mich eigentlich immer Sprechsituationen, also Interviews, wo es Missverständnisse gab. Und weil aus diesen Missverständnissen, finde ich, immer ganz oft besondere Energien entstehen in einer Situation, weil etwas Unvorhergesehenes passiert. Und eine von den Situationen, die mir einfällt, ist ein Interview, was ich selber überhaupt gar nicht gesehen habe, von dem ich nur erzählt bekommen habe. Und das Interview hat mit dem von mir hochgeschätzten Fotografen Thomas Ruff stattgefunden in Essen. Und Thomas Ruff war zu einem Vortrag, also zu einem Interview eingeladen. Und ich hatte vorher schon davon gehört, dass Thomas Ruff nicht gerne in der Öffentlichkeit spricht. Thomas Ruff war anwesend bei diesem Gespräch in Essen im Volkmann-Museum. Und hat auf der Bühne gesessen, hat kein Wort gesagt. Und seine Freundin stand neben ihm und hat alle Antworten über seine Arbeit interviewt oder beantwortet. Und obwohl ich die Situation nie gesehen hatte, hat mir die Idee davon, so ein Gespräch zu führen, extrem gefallen, weil sein Künstlergespräch plötzlich wie eine theatralische Aufführung wirkt. Vor kurzem habe ich eine Frau in Düsseldorf getroffen und wir haben über diese Situation gesprochen und die war damals bei dem Interview dabei in Essen. Und ich habe sie gebeten, mir bitte nicht genau zu erzählen, ob das so stimmt, wie ich mir das vorstelle, weil ich erlaube mir die Illusion zu haben, dass meine Vorstellung von dem Gespräch besser ist als das Gespräch selber. Ja, ich kenne ja diese Erzählung auch aus anderer Sicht. Also wir haben alle darüber gesprochen. Ich war damals Studentin und alle dachten, wow, das ist Wahnsinn, der Thomas Ruff, der lässt seine Freundin sprechen und spricht nicht selbst. Und ich kenne das auch nur als erzähltes Gespräch und eigentlich sind ja die erzählten Gespräche so viel interessanter, weil die so verknappen. Man muss ja nicht 2 Stunden da sitzen und Thomas Ruff schwitzen sehen, das war ja wahrscheinlich auch so. Aber mich habe ich gestern nochmal drüber nachgedacht und die Tochter von Imi Giese war damals die Freundin von Thomas. Ja, also die ja auch diese Kollaboration von Imi Knöbel und Imi Giese kannte und darüber sich sehr viel Gedanken gemacht hat und unheimlich viel immer darüber gesprochen hat. Und ich habe dann auch so ein bisschen überlegt und ich kenne auch so ein wiedererzähltes Interview und zwar hat mir ein sehr, sehr guter Freund erzählt, dass seine sehr, sehr gute Freundin Sophie Kall im Fernsehen ein Interview gegeben hat, im französischen Fernsehen und da hat sie keinen einzigen Ton gesagt.
Also es war niemand anders da, der sprach, außer dem Mann, der sie interviewt hat. Und das war wohl auch nicht verabredet, was man bei Trafikal ja auch nie weiß, ob das eben geplante oder vorher inszenierte, unvorhergesehene Beiläufigkeiten sind. Aber das ist unheimlich lang, 10 Minuten. Und es muss da irgendwie auch einen Konflikt gegeben haben zwischen ihr und ihm, also dass er auch Fragen stellte, die sie nicht mag. Und das ist ja ein ganz, ganz häufiger Umstand, dass man Fragen gestellt bekommt, auch ich selbst sehe das bei meinen eigenen Interviews auch, die aus meiner Sicht ich mir nie stelle. Und die dann immer wieder auftauchen. Also wie so eine Art Vereinbarung, dass diese Frage gestellt werden muss. Und ich habe ganz oft gesehen bei Interviews, zum Beispiel auch, habe ich mal eins gesehen mit Richard Burton. Das fand ich sehr, sehr interessant. Da hat er gleich am Anfang in einer amerikanischen Fernsehshow, man konnte ja noch rauchen, hat er geraucht, hat die erste Zigarette angemacht und hat beiläufig bei dem erst nach dem ersten Zug sich ans Publikum gewandt und hat gesagt, ich mache das ganz selten, und hat sich mit dieser Art, wie er das gesagt hat, mit dem Publikum verbündet und ist dadurch einer vom Publikum geworden und hat sich dadurch vom Interviewpartner entfernt. Und das war total interessant, wie er mit jeder Zigarette dieses Interview kontrolliert hat. Und es gab eigentlich fast keine Möglichkeit mehr für den Mann in irgendeiner Form, den da wieder rauszuholen aus der Position, die er sich im Raum geschaffen hatte. Also auch ohne Worte, aber auch mit einem unheimlichen Bewusstsein für seine Unberührbarkeit in dem Interview. Also fast so was wie diese Verweigerung, eben zu reden, obwohl ja er die Einladung angenommen hat zu reden. Ich habe das auch ganz oft gesehen bei so Leuten wie zum Beispiel Dylan, ja, Bob Dylan, wie der Interviews orchestriert, also wie der eben die Fragen nicht beantwortet, wie er sie gegen den Fragenden wendet, wie er, also wie er daraus auch klar macht, dass es eine Verhörsituation für ihn ist. So wie du das Interview mit Richard Burton, das ich überhaupt nicht kenne, beschreibst, klingt das aber auch wie fast wie eine theatralische Inszenierung. Also wenn man sich vorstellt, dass es ein Schauspieler ist, und der ist da eingeladen und da wird nicht nur mit Worten gesprochen, sondern da wird über eine Inszenierung, wird auch über eine Arbeit, über sich selber oder über Ideen und Fantasien Ausdruck gegeben. Ja, ja, er hat ja dann auch ein Gedicht gesprochen von einem Dichter, nachdem er sich benannt hat, und ein walisischer Dichter, und hat das dann rezitiert, wie ein Freund von ihm es rezitieren würde. Also er hat dann also verschiedene Ebenen genommen, so wie Register an einem Instrument, und hat die verflochten und ist dann in dem Moment auch eine ganz andere Figur geworden, also hat sich so verwandelt vor den anderen. Also er hat ständig eine andere Figur, eine andere Position einnehmen können innerhalb des Interviews. Ist natürlich auch kein bildender Künstler, sondern, ja, wie Thomas Schütte ja sagt, ne, wir sind keine darstellenden Künstler. Wir reden nicht, wir reden natürlich dauernd über die Arbeit, aber wir reden nie so über die Arbeit, wie wir reden würden, wenn wir alleine wären. Aber ich kann mich auch erinnern an Situationen, als ich mit meinen Eltern im Auto saß, nebeneinander, und meine Eltern fragen mich, was ich mache als Kind. Und dann will man ja auch nicht alles sagen. Also gibt es ja auch dieses Interview, ja, dieses Abchecken, was ist los, was machst du, wen siehst du, was magst du. Das ist ja eigentlich keine andere Fragetechnik als bei einer sogenannten Profi-Veranstaltung. In der Musikwelt gibt es immer sogenannte Interviewtage. Das heißt, wenn ein Musiker oder eine Band ein neues Album rausbringt, dann gibt es immer Interviewtage. Da wird, wir hatten kürzlich mit Rocco Grote, da gab es ein neues Album, da hatten wir einen Interviewtag in Berlin. Und dann gibt es einen verabredeten Punkt, wo die Musiker sitzen und im so Stundentakt kommen Journalisten und stellen Fragen, und man hat dann bis zu 8-9 Interviews hintereinander. Und ich weiß das von Kolleginnen und Kollegen, dass sie diese Tage überhaupt nicht mögen. So. Und ich bin einer von den ganz wenigen, glaube ich, die auch einen ziemlichen Spaß dran haben. Das mag womöglich sein, dass es eine Situation gibt, in der man ungehindert über sich sprechen kann. Aber ich mag eigentlich viel mehr diese Vereinbarung, die es in der Sprechsituation gibt. Und mir kommt es so vor, dass ich das, was du gestern gesagt hattest, dass man eigentlich den Kontakt zu seinem Leben, was es außerhalb dieser Situation gibt, total verliert.
man spielt auch nicht sich selber. Man ist aber auch nicht die Person, die aus seinem Privatleben erzählt, weil es geht um die Musik und es gibt verabredete Fragen oder es gibt gestellte Fragen. Und man versucht auch nicht, die Gespräche so aufzulockern, so indem man durch irgendwie möglichen Druck rausnimmt. Und das mag ich eigentlich in diesen Situationen total gerne, weil das wirklich eine ganz eigenartige Sprechsituation ist, die auch immer dann beginnt, wenn die Journalisten sagen, jetzt fangen wir an. Weil man begrüßt sich ja und stellt sich vor, sagt ein paar eingehende Sätze und dann sagen die Journalisten, jetzt fangen wir auch an. So, und dann gibt es da wirklich einen inneren Kippschalter, auch denke ich bei ganz vielen Journalisten und bei mir auch selber, wo man plötzlich das Gefühl hat, man wird nicht eine andere Person, aber es ist eine völlig andere Sprechsituation, für die ich auch sonst keinen Vergleich hätte in einer anderen Sprechsituation. Da spricht man wirklich nur so, wie man im Interview spricht. Ganz besonders schwierig sind Radiointerviews, wenn man nur sehr kurz Sprechzeit hat, wenn man live spricht und das Gefühl hat, man muss total schnell sprechen und unglaublich viele Informationen in zwei Sätze fassen. Aber das ist nicht das, was ich meine. Was ich meine, ist die Sprechsituation, in der man sich befindet. Ja, ich hatte mal ein Interview, das war ziemlich interessant, und zwar für die Zeitschrift Interview, die er Andy Warhol gegründet hat, auch für die amerikanische. Und da war eigentlich die Verabredung, und die war mir eben gar nicht klar, und das ist genau das, was du meinst, dass es eben, eigentlich werden ja Rollen vereinbart vorher. Es gibt einen Fragenden und einer, der sich dann erklärt. Und häufig erklärt der Fragende das, was der Erklärende nachher auch sagen soll, was ja dann eben dies so schwierig macht. Aber es gibt auch diese Möglichkeit der kurzen Frage und dem anderen die Bühne so zu geben. Und ich war eingeladen mit Cameron Carpenter, der ein ganz toller junger Organist ist und gerade so ein Stipendium in Berlin hat. Und wir hatten uns vorher schon mal kennengelernt und er wollte gern, dass ich dieses Interview mit ihm führe. Und ich dachte aber, wir sind beide zusammen da und reden miteinander. Und ich bekam einen Tag vorher also Fragen, die ich ihm stellen soll. Und ich wusste gar nicht, was das ist, dieser Fragebogen, was ich mit dem machen soll. Ich war vollkommen unfähig, meine Rolle zu finden und habe erst im Gesprächsverlauf gemerkt, was los ist. Und habe also dann gemerkt, wie ich mit meinem Rollenverständnis, also was du auch sagst, dass man so keine soziale Persona mehr ist, sondern eben diese Autorenfigur, die dann plötzlich aber außerhalb der eigenen Arbeit die Arbeit des anderen befragt, die aus einem Sachzusammenhalt kommt, mit dem ich mich gar nicht beschäftige normalerweise, den ich auch. Aber es war eigentlich dann ein ziemlich interessantes Gespräch, weil Cameron auch dadurch erschüttert wurde, dass ich diese Fragen nicht stellen kann, die ich fragen müsste. Also, und dann waren da diese PR-Manager dabei von beiden Seiten und die haben zugeguckt und die haben das unheimlich genossen. Und wir haben nicht mehr gewusst, in welcher Zone wir uns befinden, ob wir uns befinden in der persönlichen, freundschaftlichen, die wir ja hatten, oder in der, wo wir tatsächlich als Künstler da sind, oder ob wir vielleicht jetzt hier so gerade von aus dem Gleis kommen, aber in so eine Welt immer noch in der künstlerischen Denkweise sind. Also es war echt ziemlich interessant. Eines der beeindruckendsten Interviews, die ich selber gesehen habe, war ein Gespräch mit Gregor Schneider vor 9 Jahren in Karlsruhe. Und Gregor Schneider war eingeladen, einen Vortrag über seine Arbeit zu halten und hat mit einem Tierprojektor Bilder von alten Performances an die Wand geworfen, die ich ganz, ganz toll fand, weil ich die Arbeit überhaupt nicht kannte. Ich bin, obwohl wir zusammen in Düsseldorf in der Akademie studiert haben, nie wirklich über den Weg gelaufen und fand diese Performance-Fotos ganz toll. Und er hat diese Performance-Bilder, die waren wirklich also bewegend, weil das quasi wie Selbstversuche waren. Und er war irgendwie geknotet an Bäume, irgendwie schwarz angemalt in Erdlöchern. Und er hat dann den bemerkenswerten Satz, wie ich finde, gesagt, dass er irgendwann gemerkt hat, mit diesen Performance kommt er nicht mehr weiter, weil, so hat er es gesagt, eine Steigerung des Ausdrucks und der Empfindung kann ich nur durch eine Reduktion der Mittel erreichen. Also ich kann nicht mehr weiter an der Schraube drehen und mich noch tiefer ins Erdloch legen oder mich noch härter an Baum knoten, sondern ich muss in eine ganz andere Richtung gehen. So, ich muss, so, das
was ich erreichen will, auf eine ganz einfache Art versuchen zu erreichen. Er hat in diesem Gespräch durch seine Arbeit geführt und hat dann ist er quasi aus dem Vortrag ausgestiegen und hat gesagt, so, tut mir leid, ich kann jetzt nicht mehr weitermachen. Ich denke die ganze Zeit daran, ich habe heute Morgen eine Absage bekommen aus Venedig. Ich wollte da eine Rekonstruktion der Cava zeigen und die Kuratoren haben das abgesagt heute. Und Remo Schneider sagte dann, dass er sich da hätte sich 2 Jahre lang darauf vorbereitet, hat mit islamischen Würdenträgern gesprochen und sich da versichern lassen, dass im Sinne des Islam eine Rekonstruktion der Kaaba kein religiöses Gebäude ist, also eher mit dem Gebäude, also mit der Rekonstruktion, die er für Venedig geplant hat, gar keinen Konflikt mit dem Islam zu befürchten hat. Also das haben die Kuratoren abgesagt. Er hat das überhaupt nicht nachvollziehen können und war da in dem Zustand, weil er die Nachricht eben so an dem Tag bekommen hatte, so schlecht gelaunt, dass er gesagt hat, so, er muss jetzt einfach loswerden. So. Und daraus entstand dann aber wiederum ein Gespräch mit ihm, was 3 Stunden gedauert hat. Und das war ein ganz bemerkenswertes Gespräch, nicht nur inhaltlicher Art, sondern auch, weil man merkt, dass Gregor Schneider, wenn er öffentlich spricht, ich habe ihn da zum ersten Mal gesehen, niemand ist dem, der so eine Gesprächsroutine hat, sondern er muss sich wirklich die Sätze erarbeiten. Und macht das nicht so, dass man denkt, er macht das jetzt jeden Abend, er hat seinen PowerPoint-Vortrag im Kopf und spult das jeden Abend ab, sondern er muss wirklich da um jeden Satz ringen und überlegen. Und dann habe ich auch gedacht, dass man vielleicht, wenn man so Vorträge hält, wenn es einem so schwerfällt, dann ist man auch vielleicht nie in der Lage, einfach seinen Gedanken zu folgen und zu sagen, so, ich muss jetzt einfach sagen, was mich hier bewegt und was mir wirklich durch den Kopf geht in der Situation. Und das war ein Gespräch mit 60, 70 Leuten und das ging dann über 2-3 Stunden und ging ganz viele Fragen um die Arbeit, aber wie gesagt, ich fand es vor allem als Gesprächssituation extrem beeindruckend.